Herzlich willkommen auf einer neuen Folge auf meinem YouTube-Channel. Heute befassen wir uns mal wieder mit dem RS4 B7 Motor. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge haben wir das Hinterteil von dem Krümmer soweit angepasst im Auto und jetzt müssen wir uns mit dem Vorderteil nochmal befassen, denn der eine Bogen von dem einen Zylinder lag ja an dem Nockenwellenpositionssensor an und deswegen müssen wir das dort einschneiden und in einem anderen Winkel wieder anschweißen. Patrick hat das Ganze schon mal vorbereitet hier. Hi. Hier seht ihr unsere Baustelle von heute. Original war dieser Rohrbogen so eng hier drauf, dass der jetzt theoretisch am Sensor anliegen würde. Das Ganze können wir so natürlich nicht verbauen. Deswegen hat Patrick das schon mal abgeflext und ein bisschen vom Winkel her angepasst. Der lag sogar, um das mal bildlich zu zeigen, also filmen wir mal von oben so ein bisschen. So sitzt der Sensor. Er saß so. Und da passt natürlich der Sensor nicht dazwischen. An der Stelle schon mal gesagt, der RS5, wo der Krümmer herkommt, hat den Sensor an einer anderen Stelle. Somit können wir den Sensor aber nicht irgendwo anders hinmachen, weil der muss leider genau in der Position bleiben, wenn wir nicht den ganzen Zylinderkopf tauschen wollen. Deswegen müssen wir leider diesen Krümmer anpassen. Wir haben als allererstes den tollen Hitzeschutz, diese Isolierung, um den Krümmer herum ausgepackt. Nachdem der Krümmer geschweißt ist, werden wir das Ganze natürlich wieder einpacken. Aber in der Zwischenzeit muss Patrick erstmal das Rohr dort irgendwie so ranbekommen, ja, dass es passt. So, wie machen wir jetzt weiter, Patrick? Jetzt haben wir es erstmal durchgetrennt und jetzt werden wir das ein bisschen, naja, wie ein Keil rausschneiden. Das werde ich aber fächern, vorsichtig, bis es passt. Bis es genau passt. Halt nah ein bisschen weg, hier ein bisschen weg und dann sollte es 1:1 drauf passen. Formieren wir das beim Schweißen heute? Da habe ich schon umgebaut für mein, ich habe da ein T-Stück dran, an meinen Argon. Ich weiß, das ist nicht die beste Lösung, geht aber, wenn man weiß, wie man das einstellen muss. Und dadurch, dass das so dicht am Zylinder ist, formieren wir dies. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das passend kriegen. Ja, ich habe das jetzt mal vorbereitet. Ich nehme da einfach eine Rolle Alufolie. Mach damit alle Anschlüsse zu. Gehe auf der Rückseite mit meinem Schlauch rein, mache natürlich den auch dicht. Und dann strömt es halt da, wo es halt nicht ganz so dicht ist wie hier ist, an dem Kanal, den ich quasi schweißen will. Da ist es nicht ganz so dicht. Da kann es halt rausströmen. Und dann mache ich gleich über mein T-Stück hier oben ein bisschen auf. Und ja. Warte, bis es hier rausströmt, das hört man ja. So, während Patrick noch am Schweißen ist, kümmere ich mich schon mal um die nächste Baustelle, und zwar das Wasserrohr. Auf der Seite hier ist der Krümmer schon soweit fertig, da haben wir das Rohr schon angepasst. Und jetzt zeige ich euch mal einmal kurz das Problem an der Stelle. Hier seht ihr den Originalkrümmer. Das Wasserrohr geht eigentlich relativ gerade hier durch. Das geht bei unserem neuen Aufbau natürlich gar nicht mehr, weil jetzt kommt hier quasi der eine Zylinder hoch. Hier sitzt später der Sensor. Somit würde das Wasserrohr hier geradeaus durchgehen. Und somit habe ich in der Zwischenzeit schon mal ein neues Wasserrohr gebastelt. Ich habe zum Glück immer eine riesen Kiste an Aluminium, Bögen, Rohren und Schläuchen zum Basteln. Alles irgendwelche alten Reste. Und ich habe mich entschieden, wir fangen hinten wie original mit einem Schlauch an. Das sind übrigens 38 mm. Von diesen 38 mm gehen wir mit einem 38 mm Bogen um die Ecke. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das Ganze später in der Karosse passt. Sollte aber eigentlich, weil wir hatten den Motor ja so schon drin. Und dann gehen wir mit einer Reduzierung auf 25, weil hier hinten dieses Teil vom Rohr ist nämlich das Originale. Das zeige ich euch gleich nochmal an dem anderen Wasserrohr. Dieser Teil bleibt original. Und dann gehen wir quasi von hier mit 25 an dem Krümmer vorbei in den Reduzierer hinten ins Wasserrohr. So, ich kontrolliere jetzt mal, was Patrick da so gebaut hat und stecke den Krümmer nochmal dran und wir gucken, ob da auch wirklich genug Platz ist.
So, jetzt seht ihr hier schön. Das sieht tatsächlich sehr schön aus. So würde ich behaupten, wird das Ganze zum Stecker hin von der Wärme her noch kritisch. Allerdings hatte Patrick die gute Idee, wir könnten das Ganze natürlich auch einfach nach oben drehen und bauen uns einfach nur ein kleines Halteblech, was den Sensor einfach wieder in Position hält. Und schon sollte das hier vom Abstand auf jeden Fall reichen. Genau. Also Krümmer sind jetzt mehr oder weniger final fertig. Wir werden gewisse Bereiche auf jeden Fall nochmal neu thermoisolieren wegen der Hitze. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um den vorderen Teil von dem Wasserrohr, auch auf der Seite. Und sobald wir den Bogen hier hinten fertig haben, hängen wir den Motor gleich wieder rein und gucken uns final nochmal alles am Auto an. So, jetzt kommt der fummelige Teil. Wir versuchen jetzt, das von mir gestückelte Wasserrohr am Motor einmal anzupumpen. Was natürlich bei Alu nicht so schön ist wie bei Edelstahl. Ne? Genau, das ist ein bisschen morsch. Aber wir testen einfach mal. Alles gepunktet, bauen das jetzt nochmal aus, um es auf der anderen Seite nochmal zu punkten, einfach damit halt drei Punkte dran sind an jeder Stelle und das einfach besser hält. Motoreinbau, die dritte. Oder zweite? Zweite. Ich korrigiere, zweite. Also Leute, ich bin ziemlich erleichtert. Das sieht verdammt gut aus. Haben Patrick und ich gut hinbekommen. Wasserrohr passt, hat noch jede Menge Platz. Krümmer passt auch, hat auch noch jede Menge Platz. Das heißt, auf der Seite ist eigentlich, bis auf dass wir das Rohr natürlich noch durchschweißen müssen, das noch ein bisschen pulvern müssen und so weiter, alles startklar. Wir versuchen das mal kurz bildlich einzufangen. So, hier seht ihr jetzt das Rohr von dem Krümmer. Hier sitzt der Sensor. Normalerweise, der haben wir jetzt gerade nicht reingesteckt. Da ist auf jeden Fall genug Platz. Wir haben hier noch genug Platz zu dem Wasserrohr. Sieht jetzt ein bisschen enger aus, aber das ist auch noch nicht alles endfest. Also da kann man überall noch ein bisschen was machen. Und ja, hier hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da kommt das Wasserrohr raus. Das kommt dann hier unten hoch und geht dann nach vorne. Das war die Fahrerseite. Ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen erkennen. Jetzt zu der Beifahrerseite. Auch hier ist eigentlich hinten überall genug Platz. Das war ja der Stummel von dem Wasserrohr, den wir gerade zu grob schon mal schnell angefertigt hatten. Auch hier sieht das alles soweit ganz gut aus. Jetzt müssen wir allerdings einmal hier wieder den Luftfilterkasten reinsetzen, weil hier geht relativ eng der Luftfilterkasten lang und dann müssen wir mal gucken, ob wir mit dem Wasserrohr hier durchkommen. Nun allerdings auf der Seite können wir den Durchmesser nicht reduzieren, weil dieses Rohr ist die Hauptleitung zu dem Wasserkühler. Und da sollten wir den großen Querschnitt auf jeden Fall beibehalten. Das heißt, wir sind gespannt, ob es passt. So, Unterteil vom Luftfilterkasten. Hier seht ihr übrigens nochmal meine dezente Luftfilterkastenbearbeitung vorher. Da ist ein ziemlich großes Loch drin, da kommen wir später aber nochmal zu. Hier seht ihr jetzt das Wasserrohr. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, zumindest in dem Bereich. Problem wird natürlich jetzt, das hier unten durchzukriegen, Patrick. Ja. Das wird da unten noch ein bisschen enger. Das war das alte Wasserrohr. Das war ja hier oben am Kopf fest. Ging dann vor zum Kühler. Jetzt müssen wir natürlich von diesem Punkt nach vorne gehen. Erstmal sinnbildlich, da gehen wir hier so durch.
Muss natürlich dann ab hier dann mit einem S-Bogen nach oben kommen, damit wir wieder den Anschluss haben. Aber zum Vorstellen, so ungefähr kommt das denn. Ich denke mal, wir werden das Rohr im Bereich des Krümmers ein bisschen verformen bzw. anpassen, dass der Krümmer da ein bisschen mehr Luft hat. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Und dann versuchen wir natürlich das letzte Stück, genauso wie auf der anderen Seite, wieder von dem Originalwasserrohr zu nehmen. Dass wir A, die Position schon mal wieder gegeben haben zum Wasserkühler und auch dementsprechend den originalen Anschluss wieder haben. Ne? Genau. Okay. Sieht für mich jetzt wieder nach ein bisschen Arbeit aus. Denke ich, ist aber auf jeden Fall machbar. Für heute reicht es erstmal. Wir bauen jetzt noch das Rohr fertig, schweißen das durch und mit ganz viel Glück melden wir uns in der nächsten Folge zurück und haben den Motor soweit fertig, bauen alles zusammen und können dann auch endlich einbauen. Ne? Genau. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich wollte euch noch ein paar Fragen beantworten, weil teilweise wirklich viele Fragen gezielt zu einigen Sachen kamen. Also erstens, das ist natürlich der alte Motor, der hat knapp 400.000 Kilometer runter. Deswegen ist der auch so dreckig und wir werden natürlich nie im Leben so einen dreckigen Motor wieder einbauen. Deswegen keine Sorge, das ist der alte Motor. Dann kam öfters noch die Frage, ob man nicht das Wasserrohr von dem Nachfolgermodell oder dem RS5 nehmen könnte. Nein, können wir nicht. Der nachfolgende Motor hat nämlich das Wasserrohr vorne quer und nicht hinter dem Motor. Das heißt, das wäre wahrscheinlich eine noch größere Baustelle, das irgendwie an diesen Motor überhaupt erstmal ranzubekommen. Nächster Punkt. Viele fragen sich, ob es überhaupt der Aufwand wert ist, diese Fächerkrümmer hier anzubauen. Dazu kann ich nur sagen, wir sind halt einfach leidenschaftliche Schrauber. Der Weg ist das Ziel. Wir haben einfach Bock, diese Krümmer hier anzubauen. Es wird auf jeden Fall Leistung bringen. Wie viel das ist, kann man vorab nicht abschätzen. Wir werden es euch aber nachher sagen können. Es gibt sonst aus dem Zubehör nur von Supersprint ein paar Krümmer hierfür. Die sind allerdings so riesig gebaut, dass ich der Meinung bin, die können unmöglich passen. Ich sage, die haben sie irgendwann mal für ein Rennauto oder ähnliches gebaut. Weil wenn ich sehe, wie wenig Platz hier zum Dom ist, kann dieser 4-in-1 Krümmer da unmöglich durchpassen. Letzter Punkt. Viele haben geschrieben, sie hätten den alten Motor überholt. Ich hätte den alten Motor auch gerne überholt. Ich werde ihn auch nicht verkaufen, ich werde ihn auch nicht weggeben. Problem ist, aktuell so viele Baustellen, dass selbst Björn auch schon ein bisschen am Abkotzen ist und wir müssen zur Sekunde einfach ein paar Sachen hinten anstellen. Und da ich den anderen Motor mit wenig gelaufen eh schon seit Jahren im Lager stehen hatte, kommt jetzt einfach dieser alte Motor da rein. Alte Motor, der hat ja zum Glück nicht viel gelaufen. Und den Motor mit knapp 400.000 Kilometer behalte ich natürlich und ich denke mal, es ist für den einen oder anderen umso interessanter, wenn wir dann ganz in Ruhe diesen Motor zerlegen und einfach mal gucken, wie so ein Motor von innen aussieht mit knapp 400.000 Kilometer. Und selbst an diesem Motor gibt es bestimmt was zu optimieren. Vielleicht kann man da ja doch nochmal was rausmachen. Kompressor und so. Zum Beispiel. Fällt dir noch irgendwas ein, was die Leute gefragt haben? Es wurde mal nachgefragt, mit welchem Werkzeug wir schrauben. Und da ist Patrick besonders stolz drauf. Könnte man mal zeigen. Vielleicht. Ich habe nämlich selber sowas auch noch nie gesehen. Der Patrick hat nämlich die etwas kleinere Variante vom Werkstattwagen. Das ist mein Weihnachtsgeschenk, was ich mir 2018 gegönnt habe. Das sieht dann ungefähr so aus. Da sagen viele, da sind Sachen dabei, die wird man nie brauchen. Glaube ich auch. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, egal was ihr braucht, die Chance ist, glaube ich, bei annähernd 100%, dass du es hier hast. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn einer von euch in Hannover oder Umkreis mal ein 11er Imbus braucht. Ich wüsste nicht, wo man einen 11er Imbus braucht. T6, große Bremse. Patrick hat ihn auf jeden Fall. Und wie ihr seht, kurz, lang, mittel, mit runden Kopf und. Da ist wirklich alles drin in diesem Kasten, ne? Ich muss gerade korrigieren. Ich glaube, 9er Imbus ist am T5, T6 und Co. Weißt du, wie viele Teile in Summe in dieser Kiste sind? Es sind 958. 958 Teile? Ja. Wobei teilweise, weil ja die Einlagen ja aus verschiedenen Wagen quasi sind, sind sowas wie dieses Werkzeug hier, ist dann doppelt.
Wir kürzen das Ganze mal ab. Zeig du uns mal, Patrick, deine liebsten drei Teile aus diesem Wagen. Und dann sind wir auch durch heute. Die drei Teile, die dich am meisten beeindrucken. Auf alle Fälle diese Verlängerung. Die extra lange? Ja, die extra lange. Der eine oder andere hat sie vielleicht nämlich schon mal gesehen, weil damit hast du nämlich mit deinem Getriebe her... Nee, das war die eine Nummer größer. Eine Nummer größer noch, okay, ich nehme alles zurück. Damit habe ich zum Beispiel das Getriebe hier gelöst, die obersten Schrauben. Da kommt man nämlich sehr bescheiden ran, wenn das Getriebe drin ist. Muss ich ehrlich sagen, ich persönlich habe dafür schon immer diverse Verlängerungen aneinander gesteckt, ne? Wackelt aber. Genau, und eigentlich ist es halt schon jetzt, wo du sagst, die schönere Variante, wenn du da eine lange Verlängerung hast. So, Teil Nummer 1. Teil Nummer 2. Das ist eine gute Frage. Was ich auf alle Fälle nie benutzen werde, ist ein 100er Torx. Der wird wahrscheinlich auch immer und ewig neu sein. Crazy. Und jetzt Teil Nummer 3 noch. Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Selbst, ich würde sagen, knapp 50 Schlagschraubernüsse. Kann hinkommen. Ja, weiß ich auch nicht. Alles. Alles. Die Gesamtheit. Ja, das. Ich kann auf jeden Fall sagen, es macht tierisch Spaß damit zu schrauben. Hätte ich selber vorher auch nicht gedacht, weil du kannst dir wirklich sicher sein, es ist alles dabei. Was natürlich, worauf ich quasi Wert lege, ist, dass jedes seinen Platz hat, dass jedes irgendwo drin liegt und ich nicht irgendwo rumkramen muss und dann ist der dort und der dort. Es ist jedes da, wo es hingehört und ich kann quasi blind zugreifen und ich habe das Werkzeug. Mhm. Das heißt, abends einfach alles wieder einsortieren und wenn das nächste Mal Schrauben wieder losgeht, weißt du ganz genau, zack und genau. Und man sieht natürlich auch gleich, wenn was verloren ist und du kannst es dementsprechend nachbestellen wieder. Das ist richtig. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.